Teil 2, jetzt mit euren Fragen. Und die erste kommt von Lina da Silva Ferreira. Und ich dachte mir, ich kenne die Fragen ja nie, als ich gerade den Namen gelesen habe, dachte ich mir, böse, aber ein cooler Name, oder? Ist die Janina? Oder wie? Lina da Silva Ferreira. Ich glaube, die war bei uns mal zu Besuch. Echt? Genau. Als wir was produziert haben. Und ist das ihr echter Name oder ist das so ein Nickname? Nee, ich meine aber vom Foto, dass sie das ist. Okay, das ist schon, also der Name ist schon eine Ansage. Und die Frage lautet tatsächlich, wenn ihr euch sofort neue Namen aussuchen könntet, Vor- und Nachname, wie würde der lauten? Ich würde dich Senfwürstchen nennen. Senfwürstchen. Das ist aber frech. Ich habe bei Gamescom rausgefunden, dass ich Maxi Gräf bin. Was? Wieso das? Da hast du wieder geschlafen, ne? Ja. Du hast mit ihr geschlafen. Oh Gott, nein, bitte sag sowas nicht. Weil jetzt wir haben auf der Gamescom, ich hab's wer bin ich, gespielt. Oh, du hast du mit mir geschlafen, habe ich gerade verstanden. Ich habe gesagt, da hast du mal wieder geschlafen. Ach so, ja, dann nuschel doch auch nicht so. Immer solche Gerüchte. Wir haben auf der Gamescom. Ich habe nichts mit Senfwürstchen. Das kommt erschwerend noch dazu. Ja, diese ganze Senfwürstchen. Der Senfwürstchen-Skandal. München. Erst betitelt Maxi Gräf ihre Zuschauer als Schweine und dann bumst sie Senfwürstchen Michi Obermeier. Fuck. Oh mein Gott, der beste Titel. Ja, so, Entschuldigung. Ja, auf der Gamescom haben wir bei unserem GameTube-Slot Wer bin ich gespielt und haben hier so einen Namen aufgeklebt und ich hatte halt Maxi. Ach, das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, gut, dann schau das Video auch nicht an. Oh mein Gott, jetzt muss ich es anschauen. Hast du was Fieses gesagt? Das nee, ich habe es wirklich so eine Frage, bevor ich was Fieses gesagt hatte, habe ich es erraten. Nee, weil es halt irgendwie darum ging, so, bin ich Moderatorin? So, ja. Moderiere ich hier irgendwas auf der Gamescom? So, ja. Und dann wollte ich schon sagen, so, wie heißen denn die ganzen Tussis? So, überlegen wir mal. Das ist mir mal eingefallen. Ich mag sie. Ja. Ja. Wer denn sonst noch? Ja, hier, wie heißen denn die alle? Eni van der Maaiklok. Die moderiert auf der Gamescom? Ja, was ich. Quatsch. Die liebe Viola Tensi, die Vio, die moderiert Ubisoft. Bei Ubisoft ja seit 100 Jahren. Aber die ist super. Gute Moderatorin und vor allem sehr, sehr nett. Ja, ja, die Vio mögen. Aber was war das, die Frage? Wir brauchen mindestens neue Nachnamen. Ja, ich heiße Spike Spiegel. Wie viel? Ralf Spiegel. Spike Spiegel. Ralf Spiegel, der Hundefreund. Geht's nur. Du heißt ja sowieso wieder Maxi McFly. Ja. Aber ich musste ja dann auch. Ach, ja, gestern ist uns was angefangen. Aha, jetzt genau, jetzt fällt mir gerade ein, gestern total lustig. Ich würde gerne meinen Stuntman-Namen übernehmen, weil wir haben gestern wieder dieses I'm Brad-Spiel gespielt, wo man so ein Brot isst und da macht man immer so Kletterpassagen und so Stunts. Und da ist mir mein neuer Stuntname eingefallen, Frank Riskant. Das ist ja geil. Stell dir das mal vor, mit so einem geilen Rennanzug, mit so einem Helm und dann hier so mit so Sternchen und auf dem Hammer. Cape hinten drauf, so Frank Riskant. Mit so Flammen drumherum. Hammer. Das ist ein super Name. Wie hieß nochmal Herbert Feuerstein in seiner Stuntman-Rolle? Evil Knievel? Nee, der hieß Spartacus, der größte Stuntman der Welt. Natürlich. Unglaublich. Wie auf diesem Bus sitzt mit dem Klavier und das fährt durch den Tunnel. Und dann sein Kumpel Fuji. Ja. Danke, Inka. Unglaublich gut. So, da haben wir schon Namen. Spitze. Bei dir bleibt es bei Maxi McFly. Ja, aber eigentlich müsste ich ja auch einen anderen Vornamen haben, oder? Ja, eigentlich. Beides. Ja. Austauschen. Ich mag so kurze Namen eigentlich ganz gern. Na? Hm? Nee, kommt nix. Schinken McFly. Schinken. Ich habe gerade die Postkarte Schinken gelesen, deswegen. Ich verstehe die nächste Frage nicht. Schinken McFly. Die kommt von Sina Holmes und lautet Final Fantasy VII Remake oder die anderen Final Fantasy Titel? Als Remake. Vielleicht, ach so. Ja. Oder meinst du Final Fantasy, den neuen Teil? Den du auch auf der Square-Bühne vorgestellt hast. Genau. Stimmt, ja, was meinte sie? Wurde nur viel geliked, deswegen habe ich das mit reingenommen. Ach so. Heißt es jetzt. Ja, genau. Ich sage Final Fantasy VIII Remake, weil das das einzige Final Fantasy ist, das ich von vorne bis hinten durchgespielt habe. Ja. Dann kann ich auch mal mitreden. Ja, wenn den ganzen Tag Batman spielt, der kann natürlich nicht Final Fantasy durchspielen. Ja. Würdest du die Remakes nochmal spielen, wenn sie die rausbringen würden, so alle? Wenn du sagst, du hast zum Beispiel nur. Also eher das Final Fantasy VII, weil das habe ich mal angefangen, aber nie ganz durchgespielt. Und das ist ja so unumstritten the best. Also, was man so hört. Gut, die RS-Dinger sind auch noch geil oder die noch ein bisschen älteren, aber das ist ja bis heute irgendwie, dass niemand sagt, das ist ein scheiß Spiel oder ein schlechtes Final Fantasy. Ich hätte es gerne als Lego-Spiel. Nein, bloß nicht. Doch.
Es gibt es seit gestern, Fantasy. Vorgestern, vorvorgestern auch für iOS auch. Lego Final Fantasy. Nein, Final Fantasy. Aber das ist dann einfach nur das Originalspiel. Ja. Hm. Weil das neue Final Fantasy VII Remake, das, weil ich habe dazu jetzt keine Meinung. Eigentlich habe ich immer gesagt, nein, will ich nicht. Mhm. Lass die Finger davon, hört auf, mal die Marke zu melken. Dann kam der Trailer und mir wurde klar, okay, das wird keine 1:1 Umsetzung. Das ist aber auch geil, dass jemand, der halt eine Vitrine voll Final Fantasy VII Zeug sagt, hört auf, die Marke zu melken. Gib mir lieber mein Merchandise. Na, ich muss ja alles kaufen, wenn sie halt. Aber ich habe tatsächlich aufgehört jetzt. Ich kauf keinen FF7-Merch mehr, weil es geht nicht mehr. Die Vitrine, die ist riesengroß. Aber das ist doch voll. Garantiert so ein Schlupfloch, wenn dann irgend so ein, das heißt dann nicht Final Fantasy 7, sondern Advent Children, bla bla bla, das geht. Nein, nein, es geht nicht, es geht wirklich nicht mehr, weil es sind ja nicht nur die Final Fantasy 7 Spiele, es sind ja auch die ganzen Spin-Offs, wie zum Beispiel Theater Rhythm, dieses Musikspiel, in dem dann auch wieder FF7-Charaktere vorkommen. Natürlich gibt es dann dazu auch wieder Schlüsselanhänger und wieder Figuren und wieder diese, wieder das. Oder auch jetzt wieder die neuen Play-Arts-Kai-Figuren. Ich habe die normalen Play-Arts-Kai halt schon alle. Jetzt kommen die Play-Arts-Kai-Figuren. Natürlich sehen die wieder geiler aus, aber die kosten dann halt auch wieder 70 bis 120 Euro das Stück. So, und es ist halt ein Wahnsinn. Es wird nie aufhören. Ich glaube, Nino ist gerade erwachsen geworden. Nein, ich habe einfach keinen Platz mehr. Oh. Ja. So, um das zu Ende zu führen. Ich habe halt immer gesagt, nee, eigentlich nicht. Und jetzt habe ich dann gesehen, okay, es wird jetzt irgendwie anders. Das heißt, sie laufen vielleicht nicht Gefahr, diesen Charme des Originals völlig zu zerstören, wenn der Ansatz wirklich ein ganz neuer ist und das halt eher so ein bisschen wie FF15 aussieht. So, und jetzt ist aber inzwischen ja klar, dass es halt sich wirklich in eine komplett andere Richtung bewegt. Also das wird ja keine wirklich 1:1 Umsetzung, sondern halt, also die Verantwortlichen haben wir schon durchsickern lassen, sie werden sich da halt eher an aktuellen Spielen orientieren, was das Kampfsystem betrifft oder das Storytelling betrifft. Reboot und, dann? Ja, also ich bin da sehr gespannt. Also, aber ich befürchte, dass wir dann keine offene, frei begehbare Oberweltkarte mehr antreffen werden in einem FF7. Und das ist ja eigentlich das, was die Fans, glaube ich, wollten. Mhm. Die wollten halt wirklich das Ur-FF7, Szene von Szene zu Szene zu Szene, in halt ein modernes, schickes Gewand gehüllt. Mhm. So, aber mit das den Übersetzungsfehlern? Bitte? Gab es da nicht auch Übersetzungsfehler? Bei Final Fantasy VII? Ja. Ja, aber jetzt nichts super Gravierendes irgendwie, nö. Kann mich nicht mehr genau erinnern, aber ich meine, da gab es welche. Ja, es gab ja eigentlich immer und überall Übersetzungsfehler. Also es waren aber mehr so Namensgeschichten und so Sachen, die sie so festgesetzt haben oder die sich in den Köpfen so ein bisschen etabliert haben, die eigentlich falsch sind. Mhm. Aber das wird jetzt, du darfst mich dann nicht triggern, Maxi. Sonst das würde ausufern. So. So jetzt? Alles gut, nächste Frage. Nee, aber was habt ihr jetzt geantwortet? Ich habe 8 Remake gesagt. Achso, 8, ja. Und du? Ich bin eher für die neuen Teile zu haben. Ja, aber die müssen ja nicht geremaked werden, die sind ja noch, ganz aktuell. Ich bin kein Remake-Fan mehr, es ist also viel zu viel. Oder du sitzt es halt aus, du sagst, du spielst es erst, wenn Final Fantasy 16 geremaked worden ist, also so in 20 Jahren. Nee, es sind mir zu viele, also ich verstehe die Remakes so. Auch. Ja. Und das auch ich verstehe es halt nur zu teilen, weil... Nee, aus kapitalistischer Sicht verstehe ich das. Aber aus meiner persönlichen Sicht brauche ich es nicht. Hm. Weil ich habe selber gemerkt, selbst bei Spielen, wo ich richtig Bock drauf habe, auch wenn ich die alle schon gespielt habe, wenn ich die dann wieder reinlege, ich spiele die nicht nochmal komplett durch. Ja. Das ist meistens nur so sieht das jetzt aus und dann lässt man es wieder. Genau, ich finde, das kommt halt immer drauf an. Also es gibt ja so ganz viele, so viele wirklich einfach Adaptionen. Also jetzt zum Beispiel dieses iOS Final Fantasy 7 würde ich nie spielen. Mhm. Weil ich mich frage, warum? Da hat sich ja nichts gemacht und wenn ich das halt so spielen will, wie es war, klar sieht es wahrscheinlich ein bisschen besser aus, aber es sieht halt einfach aus wie die PC-Version wahrscheinlich so. Ja. Dann spiele ich halt einfach das Ur-FF7 mal wieder auf meinem 4:3-Fernseher auf der PlayStation 1 Schluss. Aber wenn es jetzt zum Beispiel so ein Remake ist wie bei Ocarina of Time, dass sie ja wirklich nochmal komplett neu angefasst haben, wo es sich lohnt und wo auch irgendwie neue, vernünftige Spielelemente integriert wurden, dann sage ich, okay, klar. Das habe ich nicht durchgespielt. Echt nicht? Also ich habe das... Obwohl es dein absolutes Lieblingsspiel ist? Ja, aber ich habe das nicht nochmal durchgespielt. Echt dann nicht? Nö. Ich habe dann irgendwann... Da fand ich es halt cool. Gleich von Anfang an, dass du halt irgendwie den DS nutzen kannst, um dich so umzuschauen. Und da haben sie ja wirklich an den Charaktermodellen gearbeitet und so weiter. Also haben sie wirklich vernünftig ergänzt und auch verbessert zum Teil. Stichwort Wassertempel, sowas halt irgendwie. Ja, und dann finde ich schon, dann ist es halt cool. Aber wenn es jetzt so ein reines HD-Remake ist,
Dann bietet es sich aber vielleicht halt für Leute an, wie der Stichwort Kingdom Hearts, die es halt noch nie gespielt haben, die sagen, du sagst ja auch zum Beispiel, würde mich mal interessieren. Und da finde ich dann, da ist es dann schon cool für die Leute. So ein HD-Remake cool. von Kingdom Hearts mit allen den ersten drei Teilen oder so. So, aber ja. Hast schon recht. Also ich finde auch, dass das Resident Evil 2 Remake bin ich jetzt mega gespannt. Ja. Bin ich mega gespannt. Das ist ja mein mega, mega super Lieblingsteil. Also da bin ich... Das würdest du dann auch komplett durchspielen oder bist du... Kommt halt drauf an. Okay. Ja, ich habe ja den Ansatz eigentlich, wenn ich was anfange, spiele ich sowieso durch, weil okay. dann ist mir die Zeit so schade, die ich dann schon rein investiert habe, ohne dann jetzt Michis Anspruch zu verfolgen, wirklich alles zu machen. Aber wenn ich es anfange, spiele ich es eigentlich auch zu Ende. Höchstens ist es halt totale Krütze. So, aber Resident Evil 2 werde ich, glaube ich, schon spielen, weil das war, fand das halt schon mega cool damals. So, Fabrice Bar schreibt uns eine ewig lange Mammutfrage. Vermisst ihr auch manchmal den Charme alter Spiele? Da haben wir es doch schon wieder. Ja, damals konnte man ja nicht einfach im Internet nach der Lösung für manche Spiele Missionen suchen, auch wenn man nicht weitergekommen ist, weil es das Internet noch nicht gab. Gut, es gab zwar Lösungsbücher oder Artikel in der GameStar GamePro, und zwar nur in der GameStar und der GamePro. Dies war aber meist nur in einem kleinen Ausmaß der Fall und manchmal waren diese auch auf ein anderes Thema bezogen. Des Weiteren war bei einigen Spielen auch die Vorstellungskraft der Spieler gefragt, um zum Beispiel bei manchen Adventures weiterzukommen. Öfters vermisse ich diese Zeit, da es heute ja meist so ist, dass die Spiele so gemacht werden, damit jeder sie spielen kann. Es gibt aber immer noch, also das habt ihr doch bestimmt auch mal bei Spieletests gemerkt, also Momente, weil du bist ja gewohnt, schnell nachgucken zu können. Und wenn du es überhaupt nicht kannst, was du bei dem Test ja nicht machen kannst, weil es gibt noch nichts dazu. Dann kommt das Gefühl irgendwie wieder so ein bisschen auf, so, stimmt, halt, stopp, ja. Ich muss hier, ja. gerade alleine durch, weil ich ja. teste dieses Spiel. Ja. Wobei ich sagen muss, dass ich schon eigentlich immer noch den Anspruch habe, die Sachen allein durchzuspielen. Also ich gucke ganz selten mal was nach. Höchstens denke ich mir echt, jetzt hocke ich hier seit 3 Stunden und ich habe jetzt echt keine Ahnung. Und dann sind es ja auch oftmals ja, so Fehler des Spiels, so zum Beispiel das Castlevania, das Lord of Shadows. Das hatte teilweise einfach, finde ich, Stellen, wo das Spiel einfach dann schuld war, weil die Kameraeinstellung so dumm war, dass du dann einfach die Stelle nicht gesehen hast, wo du jetzt mit deinem Enterhaken so dumme Sachen nachschauen. So, und das nervt dann einfach so, wenn das Spiel einfach schuld ist. Und wenn ich selber zu dumm bin, okay, dann ist es halt meine Dummheit. Ist aber geil, es gibt immer einen anderen Dummen, der deswegen das Nachschauen, dann denkst du, oh Gott sei Dank bin ich nicht allein und bin jetzt einfach nur nicht durch die Tür gegangen, obwohl es so offensichtlich ungefähr. Ja. Also ich finde, dass da halt ganz viel nostalgische Verklärung mitschwingt bei sowas. Wenn ich heutzutage ein Adventure oder sowas spiele und da auch in so... Adventures sind so das super Beispiel, weil die halt immer diesen dummen Lösungsweg drin haben, den einen Lösungsweg, den sich ein Entwickler ausgedacht hat. In der Regel ist es dann auch immer was Sauwitziges und irgendeine Pointe, auf die man kommen muss. Und wenn man es eben mit einem logischen Herangehen probiert, geht es nicht, weil man muss es halt genauso machen, wie der Entwickler das haben wollte. Und es war früher halt irgendwie so, ja, dann ist man da halt wochenlang nicht weitergekommen und es war halt dann natürlich der entsprechende Moment des Triumphs, wenn man es dann endlich rausbekommen hat. Aber dafür ist mir jetzt momentan die Zeit zu schade. Also mich jetzt nochmal hinzuhauen. Sagt der Herr, ich mache 243 Riddler-Rätsel, Obermeier, mir ist die Zeit zu schade. Ja, aber da geht es ja wenigstens vorwärts. Und bei also du spielst halt schon viel mit Lösung. Also guckst dann, wo oder wie. Brauchst du ja mittlerweile, glaube ich, auch nicht wie. Also bei den Batman-Spielen findest du ja alle von den Riddler-Dingern, wenn du einfach nur genug von diesen Schergen verhaust. Ja. Früher konnte man da nur Klassenkameraden verhauen, auf die Lösung zu kommen. Ja. Und dann so lineare Adventures, die gingen ja nicht weiter. Du konntest ja wirklich nichts machen an der Stelle dann. Ja. Aber ich glaube, das ist auch so ein Teil dieser Faszination, dieses Hängenbleiben, frustriert und dann geht es endlich weiter, dass das die Faszination von den Souls-Spielen ist. Oder von Bloodborne und so. Mhm. Weil die ja ähnlich schwer sind und dir keinerlei Tipps geben. Also gut, es gibt dieses Nachrichtensystem, aber das ist ja alles sehr verschwurbelt. Ja, ja. Also, es ist schon so, du musst auch selber auf Sachen kommen. Du kannst natürlich theoretisch auch alles nachschauen. Ja. Aber das ist ja, da muss ja es ist schon befriedigend, wenn man da halt dann von allein weiterkommt. Ja, das stimmt. Ja. Das war bei Destiny witzigerweise aber auch am Anfang so, dass du nicht genau wusstest, was deine Aufgabe jetzt ist. Ja, ja. Das hat sich dann alles erst durch die Community so ein bisschen ausgestellt. Also wenn ich in Destiny die normalen Story-Missionen fertig spielen, okay, aber so jetzt rausfinden, so, und jetzt? Was muss ich jetzt hier irgendwie verbessern und wo muss ich jetzt was machen? Wofür ist die Währung gut? I don't know. Das war krasser. Das Spiel dich echt allein gelassen, so eigentlich.
Aber was halt beim Anfang von Destiny auch daran lag, dass wenn sie dir gesagt hätten, wie Sachen gehen, dann wärst du noch schneller mit dem wenigen Inhalt fertig gewesen und wärst du noch schneller angepisst gewesen. So hast du ja wenigstens noch probieren können. Wir sagen dir einfach gar nichts. Ja. Ja. Ja, aber es war schon auch cool irgendwie. So, also ich erinnere mich gerade bei so Spielen wie Monkey Island oder Fate of Atlantis oder Sam & Max oder Day of the Tentacle und so Kram, wie lange man da halt wirklich, teilweise ja Wochen einfach, Wochen saß man da und kam halt nicht weiter. Und aber was sollte man dann machen? Da hattest du auch keine anderen Spiele und du bist halt Schüler gewesen, hast halt sonst nichts zu tun gehabt. Ja. Und gerade bei so Adventures kommen auch immer so Sachen hinzu, wie dass dann durch Übersetzungsfehler oder krude Übersetzungen du auf so Rätsel nicht kommst, weil sie einfach, ich meine, dieses Monkey Ranch Rätsel aus Monkey Island, wo halt Monkey Ranch, also hier der, das ist der Schraubenschlüssel oder was, und du musst halt einen Affen nehmen. Ja. Da kommst du ja nicht drauf. Ja. Du sollst denn da als Deutscher drauf kommen, dass du den Affen da einsetzen sollst. Ja. Aber super. Und dann war es ja oft, also meistens war es ja einfach total einfach. Aber habt ihr nicht dann Freunde Hund gefragt? Zum Beispiel. In der Doch, man hat da schon diskutiert. Ja. Also ich weiß noch, dass ich habe damals das erste Monkey Island, das hatte ich kopiert von einem Bekannten. Und total geil, ja, dann so auf so eine CD gebrannt. Also das war auch bring mir mal ein Rolling mit, dann kriegst du es. Nee, das war ja auf Disketten, also auf neun Disketten oder sowas, glaube ich, drauf. Und dann war bei Monkey Island der Kopierschutz mit dieser Scheibe immer. Geil war das, Und die Scheibe hatte halt der. Das heißt, ich habe den halt immer anrufen müssen und ich mochte den aber eigentlich gar nicht. dann, der das jetzt sieht, du Schwein. hab den dann halt immer... Wieso hast du den nicht kopiert? Ich habe mir die kopiert. Ja, das hätte ich machen nachgebastelt. Können, aber dann war es immer so dieser Anruf mit so ein bisschen Smalltalk vorneweg und dann so, du, wann wurde übrigens dieser Pirat in Tortuga aufgeknüpft? Ja. Das war großartig. Wo war das mit diesen Zutaten bei Monkey Island 2? Ja. Den Voodoo-Rezepten. Voodoo, ja genau. Oh, war das super. Und bei Leisure Suit Larry hat man doch immer dann irgendwelche Fragen schnell gekriegt, so, wo haben die Beatles ihr erstes Konzert gegeben und sowas? Ich glaube schon, ja. Ja. Ja, ja, schön. So ja, aber gut, also die Zeit wird nicht mehr kommen. Höchstens das Internet setzt sich nicht durch. Nee, das kann natürlich sein. Aber du hast recht, musste ich auch sofort dran denken, wenn man als Tester dann da sitzt und den Anspruch hat, das dann auch wirklich komplett durchzuspielen. Das ging mir bei Skyward Sword so. Die Zeit so knapp. Bestimmt. Ich bin zum Schluss einfach nicht weitergekommen. Da muss man doch immer diese Rätsel mit diesen Tropfen da machen. Und die letzte Mission ist so, also sie ist wirklich bockschwer. Oh, und dann hat man halt so diesen Zeitdruck. Oh, scheiße, ich habe es nur noch heute. Ich muss das heute fertig kriegen. Ich weiß nicht, wie lange es noch ist. Und dann ist es ja so ewig in die Länge gezogen. Oh, stressig. Und da habe ich einmal dann so mit der Wii mal drum gesehen, bumm, und da hatte ich dieses Debug-Menü plötzlich aufgerufen. Und du konntest halt alles einstellen. Unverwundbar. Bumm, hat das Riesenschwert auf dem Ding gehabt. Ja, ja, aber das war halt dann irgendwie echt dann so 2 Minuten vor dem Bosskampf. Aber, okay. Was ganz gut ist, weil dann, so wurde ich da nicht verführt, es dann wirklich zu benutzen. Okay. Sonst hätte ich wahrscheinlich so invisible bla blub, wäre ich dann durch diese Aufgabe durchgegangen. Stellt das Skyward Sword ist viel zu leicht, ein Kinderspiel, absolut scheiße. Keine Kaufempfehlung, 0 von 100. 0 von 100. GamePro sagt 0 von 100, viel zu leicht. Ja. Gut, dann kommen wir zur letzten Frage und die kommt auch von einem sehr treuen Zuschauer. Da schließt sich der Kreis, nämlich vom guten Pierre. Der greift dann nochmal das Thema Gamescom auf, schreibt hier nochmal Thema Gamescom. David Tein sagte in seinem letzten Video, dass die Gamescom keine Spielemesse mehr, sondern eher eine YouTube-Star-Hunting-Messe geworden ist. Wie seht ihr das? Liebe Grüße an alle auf der Couch. Tickets brauche ich keine. Ach so, da ging es immer noch um das Gewinnspiel. Genau, okay. Gamescom-Tickets brauche ich keine mehr. Ja, liebe Grüße von Pierre. Liebe Grüße zurück natürlich an den lieben Pierre. Yes, yes. Das ist schon krass inzwischen mit den YouTubern. Und, ich habe ja voll den verwegenen Plan. Wie ist der denn? Ich vercheck den Publishern. So, nach und nach verdiele ich das, denen so Spielestände und Spielebühnen auf den Videodays. Und dann gehen nämlich alle auf die Gamescom, die YouTuber zu finden. Auf den Videodays ist keiner mehr. Da ist da Platz. Und dann sind die geilen Spiele auf den Videodays. Ja. Aber sind auf den Videodays nicht auch immer so viele Menschen? Ja, noch. Also, aber sobald da die Spiele hinkommen, das ist ja uninteressant. Also, ich habe schon in der letzten Folge mal gesagt, als wir so Feedback zur Gamescom gegeben haben,
dass ich es zumindest schön finde. Also ich meine, ich glaube, das lässt sich halt so an sich einfach nicht aufhalten erstmal, dass die YouTuber da auf den Messen sind. Aber für die Zuschauer und auch für viele Fans, glaube ich, wäre es da auch einfach besser, so eine Übersicht zu haben, zu sagen, hey, der YouTuber ist da heute, ist dort heute auf dieser Bühne bei uns, woanders, weil oft halt auch so kleine Kinder kamen und dann so, ist mein Lieblings-YouTuber bei euch? Und die waren dann immer so ganz verloren und bedröppelt, weil ich so, nee, sorry, weißt du, wo der ist? Tut mir leid, ich kann es dir leider auch nicht sagen. Weil dann ist das, glaube ich, für die alle auch ein bisschen organisierter und schöner es ist natürlich vom Erlebnis her. Es ist natürlich verständlich. Auch für die Security besser dann zu organisieren, zum Beispiel. Es ist natürlich verständlich, warum das so ist, weil das natürlich jetzt ein größerer Anreiz ist, in so einem Stand hinzugehen, als jemand, der dich anschreit und dir T-Shirts ins Gesicht wirft, wenn halt dann... T-Shirts! Das war toll! Überall! Ey, wie die Leute gestanden sind, da wirst du verrückt. T-Shirts gehen. Also ich will ja jetzt keine Firma in die Pfanne hauen, aber wenn irgendjemand allen Ernstes laut brüllt, Medion, Medion, Medion ist so geil und dafür ein T-Shirt kriegt, dann denke ich mir, Leute. Ja, aber das macht jeder. Medion. Jeder. Das sind die Rohlinge vom Aldi. auch Keychains, das ist ja der Wahnsinn, was die springen dann rauf und runter und machen alles, die flippen aus wegen. Ja. Das ist echt. Ich hab da aber leider auch immer so ein bisschen das Gefühl, dass, natürlich will ich das nicht verallgemeinern, aber auf der Gamescom habe ich ab und zu schon so ein bisschen das Gefühl, dass der einem anderen nichts gönnt. Also gerade wenn es, wie gesagt, soll nicht verallgemeinert sein, aber das gibt es schon. Ich war ja am Samstag bei Square zum Beispiel da noch auf der Bühne und habe da irgendwie Final Fantasy 15 ein bisschen gespielt und die hatten wahnsinnig viel Zeug im Vorfeld. Produzieren lassen, Square, also T-Shirts auch 15.000 Stück. Wow! Ja, ja. Hast du die alle von Hand verteilt? Die habe ich alle von Hand verteilt und alle unterschrieben. Und für Sie? Ja. Und für Sie. Ja. Was darf es denn sein? M oder L? So, aber tatsächlich, jetzt habe ich gerade quasi die Pointe vorweggenommen, tatsächlich gibt es dann Leute, das ist dann ein wahnsinniges Gedränge. Aha. Und das war jetzt eh schon viel, also es hat eigentlich fast jeder was bekommen. Da gab es noch hier diese Armbändchen und dann gab es noch so Schlüsselbänder und alles FF15. Und dann gibt es dann aber wirklich Leute, die haben dann schon ein Shirt in der Hand und drücken dann trotzdem irgendwie das kleine Kind vor sich weg, um halt nochmal eins. Auch wirklich einfach erwachsene Menschen. Oh, oder die dann hochholen, ey, gib mir mal bitte noch eins in L, weil das ist M, das passt mir nicht. Sowas. Oder du siehst dann wirklich, dann, das war so eine hüfthohe Bühne, dass dann da wirklich auch teilweise einfach zierliche Mädels da so dran gedrückt werden. So. Ja. Weil die von hinten wegen einem scheiß T-Shirt dann. Und das finde ich halt so ein bisschen schade. Also da sollte echt der eine so ein bisschen auf den anderen achten. Und das finde ich bei Anime-Conventions halt genau, da ist genau das Gegenteil der Fall. Also da ist ein unglaubliches Miteinander und soll ich mal ein Foto von euch machen und hier, schau mal, ich habe ein T-Shirt und ein Schlüsselband, willst du vielleicht was abhaben davon? Das ist da wirklich so. Das finde ich in diesem T-Shirt-Zusammenhang so ein bisschen schade, weil, sind wir mal ehrlich, was wirklich Hochwertiges gibt es nur selten. Meistens sind die Shirts viel zu groß oder viel zu klein oder nach einem Mal verwaschen. Oder es ist halt ein Kugelschreiber oder ein Schlüsselanhänger. Also es ist ja jetzt nichts, wo man sagt, boah, wie geil das wäre, sowas zu haben. Und dann finde ich schon, auch wenn man sowas in die Menge schmeißt, du siehst, wie die sich drum reißen. Mhm. Also natürlich versucht man das dann sich selber zu schnappen, aber wenn das dann der andere doch offensichtlich hat, dann lässt man es ihm doch und versucht ihn nicht noch mit beiden Händen aus der Hand zu reißen. Da kann man es natürlich irgendwie sich auch über die Leute aufregen, aber andererseits die ganze Praxis, das überhaupt erst reinzuschmeißen und so. Also man will doch dieses Drama haben, damit man hinterher sagen kann, unser Produkt ist so wichtig, dass die Leute sich drum schlagen, so ungefähr. Ja. Aber schönes Beispiel auch für so jeder gegen jeden auf der Gamescom. Wir waren am Messe-Samstag oder was, der Sonntag schon. Jedenfalls war ich ja die Woche über so für die GameStar da und dann Samstag und Sonntag mit Fritz und Daniel für GameTube sind wir dann rumgelaufen und ich hatte noch ein paar von diesen Fastpasses mir besorgt, um halt dann, weil den Pressebereich gab es ja dann am Wochenende nicht mehr, um bei EA zum Beispiel irgendwie mal noch Need for Speed oder so zu spielen. Hast du von dem YouTuber? Ja, vom Fakor. Wie heißt der? Keine Ahnung. Fakor. Da hat, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Da hat einer Fastpass, das ist ein YouTuber, selber ausgedruckt dann für Call of Duty, weil er. Ach was? Und er hat es auch nicht eingesehen in seinem Video. Er hat dann darüber geredet noch im Nachhinein, weil die ihn nämlich dann einfach alle seine Call of Duty Videos gesperrt haben auf seinem Account.
als Folge. Und der, also der hat von Activision einen Fastpass bekommen und das war mir aber nicht genug. Und er hat die Dinge halt kopiert. Und auch bei anderen Leuten weitergegeben von seinen YouTubern und so. Aber ja, schade. Jedenfalls sind wir dann in den Messestand von EA hingegangen und war natürlich am Samstag die Hölle los. Und dann gibt es ja die normale Schlange, wo du halt drin campieren kannst. Und dann gibt es halt diese Fastlane, wo du dann mit deinem Fastpass rein kannst. Und da hatten wir halt gesehen, ich hatte für Mirror's Edge 2 und für das Need for Speed so ein Ding. Und sahen dann aber, dass auch in dieser Fastlane schon irgendwie 50, 60 Leute standen. Dachte mir so, die Zeit habe ich jetzt nicht. Egal, ich schaue jetzt, ob da irgendjemand ist in der langen Schlange, ob der das haben will. Und habe halt dieses Need for Speed Fastpass-Ding und sehe da gerade drei so Kumpels, die unterhalten sich gerade noch und geht so hin so, hey, will vielleicht einer von euch so ein Need for Speed Fastpass haben? Halt den so hin. Einer nimmt es und läuft davon. Und seine zwei Kollegen so. Geil. What? Boah, dass wir das filmen müssen. Das so ist gut. Ja geil, also, dass das sich echt jeder das selbst der Nächste. Ich werde dich nie verlassen, Jungs. Ich bin so froh, dass wir hier zusammen in der Schlange stehen. Ich hätte hier so einen Fastpass. Ich hätte hier ein Würstchen. Und dann hatte Daniel das Gleiche bei Mirror's Edge. Der wollte das Mirror's Edge sehen. Da war aber auch so viel in dieser Fastlane los. Und dann hat er gesagt, er gibt es jetzt auch an irgendjemanden, der da irgendwie in der Schlange wartet. Dann geht er so zu einer hin. So, hier willst du so einen Fastpass haben. Was ist das? So ein Fastpass, da kannst du dich anstellen. Nee, brauche ich nicht. Dann so, okay, du stehst in der Schlange, aber du könntest jetzt weniger in der Schlange stehen, egal. Geh zum nächsten hin, hier so ein Fastpass, willst du? Ja, nimm den so, bewegt sich aber dann nicht. Wahrscheinlich so nach 5 Stunden oder so, wenn er dann dran ist, realisiert er, oh so. Ja, aber ich... Gibt es eigentlich so ein bisschen Low-Pass, ja, wo man extra lang anstehen darf? wer hat... Der Daniel hat es dem gegeben. Ja. Genau. Ich kann mir aber beim Daniel auch vorstellen, willst du einen Fastpass haben? Ja. Weißt, also, und dann reagiert man ja dementsprechend auch. Okay. Okay. Das ist fett. Ich so, hey, damit kannst du jetzt da vorne schneller rein anstehen. Willst du das haben? So macht man es. Ja, also ist so ein bisschen schade. Aber wie gesagt, hat jetzt gar nichts mit der Frage zu tun. Aber so, vielleicht sollte man nächstes Jahr mal statt T-Shirts irgendwie Hosen einfach ins Publikum werfen. Das wäre so gut. Ja, das ist besser, glaube ich. Hosen. Oder Wasser. Einfach mal Wasserflaschen. Dann würde man, dann hätte es auch einen Sinn irgendwie. Gasflaschen. So. Aua, das tut ja weh, wenn das dann. Ja, so Plastik oder so. Köpfen. Muss ich übrigens sagen, bestes Giveaway dieses Jahr von Sony, von Tearaway, der Stuhl. Ja. Die hatten so einen Hocker. Ja, voll praktisch. Das war eine super Idee, definitiv. Ja, ist echt gut. So, jetzt aber nochmal kurz zurück zur YouTube-Frage. Keine Ahnung, also natürlich merkt man das. Wir haben das ja auch an unserer Bühne gemerkt, dass einfach vor 3 Jahren war das für uns halt noch so ein Alleinstellungsmerkmal. Unsere Let's Play meets Gamescom-Bühne, da waren wir halt die mit der Bühne, mit den YouTubern. Inzwischen ist die Frequenz halt extrem angestiegen. Mhm. Also gefühlt jeder zweite Stand hat eine Bühne mit einem YouTuber drauf. So. Ja. Und ich kann schon verstehen, dass sich Leute daran halt auch so ein bisschen stören. Gerade bei dieser YouTube Gaming Stage zum Beispiel, wenn halt dann ein Erik und ein Walle da oben stehen, ist dann natürlich, da wird erstmal alles abgesperrt. Da kommst du zu keinem Klo mehr durch, da kommst du zu keinem Spiel mehr durch, das ist erstmal voll. So, aber man kann da jetzt auch irgendwie keinen wirklich, man kann dafür jetzt keinen Verantwortlichen finden oder man kann dafür jetzt keinen Böse sein. So, es ist halt nun mal so. Stichwort Gronkh, auch bei Square, die haben das halt angekündigt, der war auch bei Square auf der Bühne, der Gronkh, und hat es irgendwie auch kurz präsentiert, FF15 in einem Slot oder so. Und das hat Square dann mit viel Tamtam angekündigt und so sinngemäß auf Facebook gefragt, und was sagt ihr dazu? So. Und da schrieben halt auch ganz viele, irgendwie drunter, sinngemäß, ey, die Gamescom ist nicht für YouTuber, die Gamescom ist für Games. Spiele, ja. So, und da bin ich aber der Meinung, dass ich sage, nee, die Gamescom ist nicht für Games, die Gamescom ist für Gamer. So, und wenn die Gamer halt nun mal auf die Let's Player stehen, dann haben diese Let's Player da schon auch irgendwie ihre Daseinsberechtigung. Also ich glaube, es ist halt wahnsinnig schwer, ein paar Leute mehr auf einer Bühne stehen oder nicht. Du wirst auf der Gamescom deswegen auch nicht mehr zu spielen bekommen. Mhm. Also die Schlangen werden deswegen auch nicht kürzer. Es wird nicht 100 Millionen mehr Anspielstationen geben. Ich glaube, darum geht es den Leuten gar nicht. Ich glaube, das geht einfach einigen hier einfach nur darum, ums Prinzip zu sagen, ich will nicht, dass diese YouTube-Stars da sind. Ja. Meinst du es dann auch Neid? Weiß ich nicht. Neidquelle irgendwie mit dabei? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich meine, du hast natürlich immer Neider. Also bei vielen, viele Kritiker sind halt auch einfach Neider. Und es ist halt einfach so einfach drauf zu hauen. Ja, gerade, auch ich habe jetzt wieder, ich habe mich mit so vielen netten Leuten unterhalten, mit so vielen Zuschauern, und ich scheue mich ja immer so ein bisschen vor dem Begriff Fan, aber einfach vor Leuten, die uns da verfolgen, und da war wieder nicht einer dabei, nicht einer, der auch nur im Ansatz mal ein bisschen Kritik geäußert hat. So.
Und daran sieht man halt auch wieder, dass halt die meisten oder fast alle derer, die sich dann halt da aufführen wie Rotz am Ärmel unter dem Mantel der Anonymität, dann aber ein Gespräch unter vier Augen von so face to face halt meiden. Das war doch bei GameStar, GamePro Partys auf der Gamescom auch so. Ja, also insofern. Das hat sich ja nie geändert, dass die sich in echt trauen, die sich das nicht. Keine Ahnung, das wird auf jeden Fall noch alles viel größer werden. Wahrscheinlich. Denke ich, das wird noch viel mehr mit. Ja, dieses Jahr wieder Besucherrekord aufgestellt, oder? Ja, die haben ja auch mehr Hallen, also die haben ja auch größere. Ist denn die Messe aber doch jetzt eigentlich voll, oder? Ja, Hallen, aber zum Beispiel dieser Business-Bereich, diese Business-Area, die gab es ja auch nicht mehr jetzt in dem Sinn. Das wurde ja alles total eingestampft. Also die ganze Halle 5 zum Beispiel ist ja ein reines, dann auch wieder mit Figürchen und Merchandise. Und nee, die war nur anders. Die war aber genauso groß. Die war genauso groß, nur anders umgelegt. Aber anders halt gelegt, genau. Ja. Das war ein bisschen verwirrend dann immer zum Suchen für uns. Mal sehen. Ich sag's immer wieder, ich sehe mich auch ehrlich gesagt nicht als YouTuber. Also ich finde halt, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde halt nicht, also automatisch, wenn man auf YouTube Videos macht, ist man nicht automatisch YouTuber. Hä, doch, wieso? Ist das so, ja? Ich finde halt, also ich, keine Ahnung, jetzt auch so, ich finde zum Beispiel auch, dass der Michi kein YouTuber ist. Michi, ich bin mein Video. Nein, nee, Michi macht halt, also meiner Meinung nach, oder halt GameStar generell, GameStar-Leute, weiß halt nicht. Ich würde da bei mir nicht vom YouTuber reden, ich würde halt Superstar sagen oder so. Ja, finde ich auch vollkommen recht. Ja, für mich ist Superstar. Ja. Nein, aber für mich sind halt so klassische YouTuber halt einfach jetzt diese Let's Player zum Beispiel, halt diese mega, mega erfolgreichen oder halt ein LeFloid oder ein iBlali oder wie sie alle heißen, die das halt auch wirklich schon ganz lang machen und die damit halt auch eigenständig ihr Geld verdienen, das nicht beruflich in dem Sinne machen, so wie wir, dass wir hier angestellt sind und das halt auch ein Teil unseres Jobs ist. Du meinst es als Berufsbezeichnung, weil für mich ist einfach jeder YouTuber, der einen YouTube-Kanal hat. Berufsbezeichnung, genau. Ja. Weil so an sich ist für mich jeder YouTuber, auch wenn er nur einen Abonnenten oder gar keinen hat, weil er ein Kanal ist, ist er für mich YouTuber. Ja. Es gibt halt erfolgreiche YouTuber. Aber das ist gut, das stimmt, genau. Ja. Aber als Berufsbezeichnung. Ja. Als Berufsbezeichnung? Nee, das sind wir nicht. Als Berufsbezeichnung. Das kann theoretisch auch jeder Hans Wurst einfach schon sagen, ich bin Journalist. Ja. Das stimmt ja auch deswegen. Ja. Oder Blogger oder siehste, Arzt. Und so konnten Leute wie wir Journalisten und YouTuber werden. Ja, mal gespannt, wie das weitergeht. YouTube-Star-Hunting-Messe. Bin mal gespannt, was die Zuschauer dazu meinen. Die waren ja dann auf der Messe unterwegs. Ja. Wir waren ja öfters eher an der Bühne. Was habt ihr, wie habt ihr das empfunden? Ja. Das würde mich definitiv interessieren. Ja, mich auch, auf alle Fälle. Gut, das waren wieder zwei sehr unterhaltsame Sendungen. Hoffentlich hat es euch auch Spaß gemacht. Und eure Meinung zu den Themen, wie Max eben schon sagte, gerne wieder in die Kommentare und dann auch schon wieder Fragen für die nächste Ausgabe sammeln. Yay! Die findet dann ohne mich statt, aber bestimmt wieder mit Michi. Nee, du bist auf der Geek Night, gell? Bereitest schon mal vor dann alles. Ich bleib dann da. Ja. Ja, genau. Und Maxi und mal schauen, Flo vielleicht oder Marco, Julius. Yes, yes. Tobi, Ann-Kathrin, yes, Demi, man weiß es nicht. Yes, yes, yes. Wird auf jeden Fall super. Guten Start in die Woche. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, Leute. Tschüss.